Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 13. August 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 672 und heute habe ich die folgenden Themen mit für euch. Samsung, Xiaomi, Note 10, Apple Card, ScanSnap, Firefox 70 und Kategorien. Ich beginne gleich mit Samsung und Xiaomi. Das sind die größten Gewinner des Q2-Quartals 2019 im Smartphone-Markt. Wer hätte das gedacht? Zumindest was Europa anbelangt. Das muss man jetzt mal ein bisschen zurückschrauben, weil vor kurzem kamen ja die Zahlen, oder zumindest von Huawei gab es Zahlen, die Asien und ich glaube die Staaten betroffen haben und da konnte man ja rauslesen, dass trotz dem Embargo und Geschichten um Trump und so weiter Huawei stark nach vorne gekracht ist. Ja, das schaut bei uns nicht ganz so rosig aus. Wenn man rein die Reihenfolge in der Hitparade anschaut, Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi und HMD Global, da ist Huawei natürlich auf Platz 2 und auch verdient mit 8,5 vor 6,4 mit Apple und Samsung mit 18,3 Millionen verschippten Geräten. Aber eben, wenn man das sich ein bisschen genauer anschaut, ist bei Huawei minus 16% zurückgegangen. Bei Apple logisch, immer kurz vor einem neuen Gerät geht die Zahl runter, deshalb lustige Titel, die man heute, gestern und in den nächsten Tagen sicherlich in vielen Blogs und Newsmagazinen lesen kann, dass Apple wieder mal nach hinten gegangen ist, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Traurig ist, dass Huawei so stark zurückgegangen ist, trotz dem neuen P30, also im Frühjahr vorgestellten neuen P30 und Samsung konnte extrem zulegen mit 20% und noch viel extremer Xiaomi bei uns mit 48%. Alle anderen Marken haben Minus gemacht und interessant ist auch, was bei Samsung sehr gut gelaufen ist und das ist das A10, A10. 20e, A40 und vor allem das A50, was eines der Bestseller sein soll. Das ist ja das, was wir an dem Mobile World Congress, der Achim und ich vorgestellt haben, euch in der Geek Talk TV Folge. Eines der kleineren Smartphones, aber mit doch viel Technik und ähnlicher Optik wie die großen mit drin sind. Tolle Zahlen und ja, mal schauen, wie es dann im nächsten Quartal ausschaut. Auch bleiben wir gleich bei Samsung, hat es Bestnoten fürs Note 10 gegeben. Es gibt ja Hersteller, die bringen es fertig, wahrscheinlich auch mit ein bisschen finanziellem Einsatz, dass direkt mit dem Präsentieren vom neuen Smartphone auch gleich der DxOMark zur Verfügung steht. Bei Samsung kam der jetzt ein paar Tage später, eben wie gesagt wahrscheinlich nicht mit entsprechendem Aufwendung finanzieller Art. Dennoch mag das Ganze überzeugen, denn das Note 10 hat alles überholt, heißt das P30 Pro wurde vom Thron gestoßen, zum einen im Gesamtwertung, aber auch in der Fotowertung und in der Videowertung. Mit den ganzen neuen Geschichten wie Live Focus, Zoom in Mikrofon etc. hat da Samsung etwas im Köcher, was wirklich überzeugen vermochte und da bin ich echt gespannt und freue mich auf meinen persönlichen Test dann damit. Und ja, Live-Fokus und solche Geschichten, das wünsche ich mir ja auch im nächsten iPhone, aber das ist eine andere Geschichte. Weiter geht's mit Apple und Apple Card. Die hat ja der Achim vor, glaube ich, letzte Woche was erzählt, dass die neue Karte jetzt in Umlauf gegangen ist, sprich schon die ersten Kunden damit überhäuft wurden. Und jetzt gibt's vom YouTuber Marcus Brownlee ein Unboxing zu der Karte, aber auch der App drum und dran. Wer sehen möchte, wie die Karte ausgeliefert wird, wie sie ausschaut, sich anfühlt, also hören möchte, wie sie sich anfühlt, der sollte sich das Video mal anschauen. Wir haben das in einem Link zu einem Blogpost verlinkt bei uns in den Shownotes auf daily.geektalk.ch oder eben auch direkt im Podcatcher eurer Wahl. Immer wenn neue Software kommt, sollte man zuerst schauen, oder besser ein neues Betriebssystem kommt, sollte man zuerst mal schauen, ist die Software, die man verwendet und unbedingt braucht auf seinem Rechner, auch kompatibel zu diesem. Und einer, der immer ein bisschen länger braucht, ist Fujitsu mit ihrer ScanSnap-Reihe. Da bin ich ja selber jeweils
zwar betroffen gewesen, weil es immer hieß, mein iX500er mache es noch nicht mit oder kann es gar nicht mehr und so weiter. Seit letztem Herbst wissen wir, dass der iX500 zum Beispiel bei eben Catalina, dem kommenden macOS, rausfliegen wird und auch ein paar der anderen Modelle. Und deshalb informiert euch gut, wenn ihr auf sowas angewiesen seid. Entweder steigt ihr um auf alternative Software wie Xscan und Wscan, wenn man es auch immer aussprechen mag. Links sind natürlich auch in den Shownotes in einem Blogartikel drin. Ansonsten macht das, was der Hersteller euch sagt. Updatet nicht oder geht auf zumindest dann die andere Software, über die es noch unterstützt. Welche es genau unterstützen werden und welche nicht, das könnt ihr auch nachlesen. Weiter geht's mit Firefox und die bekommen im Herbst ein größeres Update, nämlich die 70. Version von Firefox. Das bringt nicht nur ein neues Logo, sondern auch gleich einen neuen Namen mit. Neu heißt er nämlich Firefox Browser und das Ganze ist relativ einfach deshalb so gewählt, weil man natürlich sich abgrenzen möchte von Firefox Send, Firefox Monitor und den anderen Softwaren, die sie noch drin haben. Auch könnt ihr farblich die drei Browser-Versionen unterscheiden, die normale Version, die Nightly-Version und die Developer-Version. Wie genau? Auch das, wer sich da interessiert, in den Shownotes verlinkt. Und zu guter Letzt ein Thema aus dem Bereich der Podcasts und deshalb auch bei uns in podcatcher.ch Blog logischerweise ein Artikel dazu. Zu der WWDC hat ja Apple angekündigt, dass sie neue und besser gesagt schlankere Kategorienstrukturen machen möchten unter ihren Podcasts. Und das wurde jetzt umgesetzt, so dass jetzt eben auch die ganzen Podcaster ihre Podcasts anpassen müssen und oder sollten. Denn es kann sein, dass die Unterkategorie, die ihr gewählt habt für euren Podcast oder ihr, liebe Hörer, eine Unterkategorie, die ihr gerne gehört habt oder nach neuen Podcasts gesucht habt, nicht mehr geben wird. Diverse der Unterkategorien sind nämlich rausgefault und wurden über die Hauptkategorien abgebildet und oder aber es gab auch zwei, drei neue Oberkategorien, die eben gewisse Unterkategorien vereinnahmt haben und so weiter. Wer sich da ein bisschen genauer einlesen möchte und in der nächsten Zeit mit einem neuen Podcast starten möchte, Fiction, Geschichte und True Crime ist sicherlich kein falscher Weg, denn da gibt's zwar einiges an Podcasts, aber die Kategorien sind zumindest sehr neu und somit könnte man da zumindest in den nächsten 1-2 vielleicht sogar 3 Wochen die Charts erobern. Mal schauen, ob wir beim Geek-Talk auch was umstellen müssen. Steht noch auf meiner To-Do-Liste und da komme ich hoffentlich ziemlich sicher, wahrscheinlich erst nach der IFA dazu. In diesem Sinne, euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Poughkeepsie. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek-Talk.